Moin Leute, was geht? Alles ist wieder am Start und wir spielen heute Project Cars und zwar eine Karriere. So, wir sind jetzt hier in dem Karrieremodus und können uns jetzt hier gleich einen Fahrer erstellen und den mit einem Vornamen, einem Nachnamen und einem Spitznamen, einer Nationalität und einer Startnummer versehen. Der Vorname wird natürlich lauten. Meier. Warum schreibt er das jetzt nicht? Meier. Spitznamen. Der Spitzname ist übrigens dazu da, um nachher in dem Spiel intern, in der spielinternen Social Media Plattform dann angesprochen zu werden. Nationalität nehmen wir natürlich Deutschland und Startnummer nehmen wir einfach mal die Nummer 15. So, jetzt sind hier auch schon die ersten Ziele. Ich lese einfach mal vor. Von 0 auf 100. Gewinne die LMP1 World Championship innerhalb von 10 Saisons. Muss auf Stufe 8 starten. Lewis Hamilton begann als Kartfahrer und führte seine Rennkarriere mit Interconditional A, Formula A, Formula Renault, Formula 3, GP2 und schließlich in der Formel 1 fort, in der er 2008 im Alter von 23 Jahren der damals jüngste Weltmeister aller Zeiten wurde. Dann haben wir hier ein historisches Ziel, Titelverteidiger, verteidige eine Meisterschaft 3 Jahre in Folge. Der 7-fache Weltmeister Michael Schumacher dominierte die Formel 1, bei dem er 1991 seinen Einstand gab. Bis zum heutigen Tag hält er viele Formel 1-Rekorde, unter anderem für die meisten Meisterschaften, die meisten Siege, die schnellsten Runden, die meisten Poles, die meisten erzielten Punkte und die meisten Platzierungen auf dem Siegerpodest während einer Saison. Dreifachkrone. Gewinne 3 Meisterschaften in 3 verschiedenen Motorsportdisziplinen. Travis Pastrana, keine Ahnung, wie man den ausspricht, entschuldigt mich bitte, ist in seiner Karriere bei einer Vielzahl von Motorsport-Events erfolgreich angetreten. Pastrana fuhr die NASCAR Nationwide Series und hat frühe Meisterschaften und Auszeichnungen für Rallye, Motocross, Moto X Freestyle und Sportwagenrennen gewonnen. So, wir drücken dann einfach mal auf Weiter und das ist wahrscheinlich das angesprochene 0 auf 100. Michael Schumacher hat auch in einem Kart gestartet und deshalb machen wir das auch. Hier können wir halt das Kart sehen. Das ist zuerst ein ganz normales 125 CCM Shifter Kart. Dann geht es ins Supercard und immer so weiter, bis wir dann am Ende bei der LMP1 sind. Und ich würde sagen, wir gehen dann einfach mal zu der Stufe 8. So, jetzt haben wir hier gleich einen Vertrag erhalten und zwar von Turkey Riders. Ich lese ihn mal vor. Card One Vertragsangebot. Guten Tag, Albert Meyer. Schön, Sie endlich kennenzulernen. Wir würden Ihnen gerne das Angebot unterbreiten, nächstes Jahr für Turkey Riders im Wettkampf Card One zu fahren. Sie sind uns durch Ihre vorherigen Erfahrungen als jemand aufgefallen, von dem wir glauben, dass wir ihn in unserem Team voll und ganz unterstützen können und dass er das Beste aus unserem 125 CC Shifter Card herausholen kann. Sollte dies Ihr Interesse geweckt haben, würden wir uns sehr darauf freuen, alles in die Wege zu leiten, um einen Vertrag aufzusetzen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Wir hoffen, bald von Ihnen zu hören. Joey Negri ist der Teambesitzer. Und dann haben wir aber auch noch einen zweiten Vertrag und zwar von Dark Nitro. Guten Tag, Albert Meyer. Wie Ihnen vielleicht bekannt ist, hat Dark Nitro momentan einen Platz für einen Fahrer für die nächste Saison zu vergeben. Und nach reiflicher Überlegung haben wir uns für Sie als perfekten Kandidaten entschieden. Daher würden wir uns sehr darüber freuen, wenn Sie in der nächsten Saison Dark Nitro beitreten und mit unserem 125 CC Shifter Card den Meisterschaftssieg holen würden. Bitte teilen Sie uns so bald wie möglich mit, ob Sie daran Interesse hätten. Dann werden wir den Vertrag aufsetzen. Also die hier kommen aus Spanien.
und 2009 gegründet hier aus England. Ich finde Dark Knight hört sich auch einfach ein bisschen geiler an. Dann unterzeichnen wir dann. This is where many successful racing champions started out and a great place to learn the basic principles of competitive racing. You'll start out in a short national series, followed by the Entry Karts Championship. Each round features a sprint race and a main race. Points are scored by the top 8 finishers. Bonus points are awarded for fastest qualifying time and fastest race lap time. The pit lane is open for refueling, repairs, and tire changes. It's time to start your karting career. So gut, hier sehen wir jetzt die Startseite. Da können wir dann in den Kalender gehen und dann zu den einzelnen Events. Hier haben wir noch einen Posteingang. Da sehen wir, da haben wir jetzt eine Nachricht von dem Teamleiter, denke ich mal. Oder, nee, das ist mein Rennengelände, das lese ich jetzt aber nicht noch einmal vor. Hier haben wir das wahre Setup, da können wir ein neues Schnell-Setup erstellen oder ein Foto aufnehmen, was auch immer. Hier haben wir Ergebnisse. Das sind halt dann die Meisterschaftswertung, wer ist wo. Und hier haben wir noch einmal den Überblick, wo wir hier nochmal halt sehen, wie das abläuft. So, wir wollen natürlich jetzt mal fahren, aber vorher komme ich hier nochmal jetzt auf den Fanchat zu sprechen. Das meinte ich nämlich vorher auch mit dem, Spitznamen. Ach scheiße, mir ist gerade aufgefallen, ich habe statt EM Gaming Noobs, EM Gaming Moobs. Naja, ist nicht so schlimm, da haben wir uns kurz verschrieben. Naja. Ich lese es jetzt einfach mal vor. OMG, endlich wieder die Saison eröffnet. Setze meine Pferde in diese Saison auf IMG. Hoffe, das zahlt sich aus. Komm schon, Maya, los geht's. Die Card One Saison hat endlich begonnen. Wir hoffen, dass alle Maya ein paar anständige Tabellenpunkte erzielt. Lol, die Saison hat gerade erst angefangen und man sagt bereits, alle Maya wird Champion. Hashtag keine Chance. Ich kann es gar nicht erwarten. EMGN wird todsicher Champion. Hashtag Maya ist super. Verhalten Optimismus, was die Chancen von EMGN angeht. Ich glaube, die Saison wird schwierig. Die Saison dreht sich nur um EMGN. Enttäusch uns nicht. Hashtag Dark Metal. Und also was. Ich lese euch jetzt nicht alles vor, dann sitzen wir nämlich noch übermorgen. So, zack. So, in UK Kart Nationals und in Glencairn oder wie das heißt, wir, würde ich sagen, Beziehungsdauer 3 Stunden, Gegnerstärke 90, machen wir mal ein bisschen weiter runter auf 80, damit wir auch eine Chance haben, und das lasse ich da neu dazulassen, ja. Machen wir aber sowieso nicht und wir gehen hier jetzt gleich mal rein. Sie sind vereinigt im Königreich, die Länge beträgt 0,31 Meilen und die Strecke bietet 14 Kurven. So, wir starten an 6. Position, bearbeiten jetzt nochmal unser Setup, das Feedback, das passt alles, das passt auch. Kann ich hier jetzt noch? Nein, kann ich nicht, ist aber auch nicht egal. So, das sind die kleinen Biester. Die sehen ja schon mal echt mega geil aus. Und die treten jetzt immer noch drauf. Und geben dann auch gleich Gas. Das ist alles frei. Oh, Alter, sind die Biester giftig. Meine Fresse. Wenn du da einmal angeditscht wirst, drehst du dich sofort raus. Alter, machen die Pfannen, wisst ihr? Also das ist ziemlich geil. Auf die 6. Position. So, jetzt haben wir uns sogar auf die 5.
aber eine kurze Runde. Naja, okay. Die Grafik muss ich auch wirklich sagen. Die Project Cars ist einfach nur göttlich. Und ich finde es auch mega geil, dass sie das in der Karriere wirklich so gemacht haben, dass man von null wirklich anfängt und sich dann langsam hocharbeitet bis in die ganz großen Klassen. Das finde ich echt mega. Strecke geschnitten und ist halt irgendwie, wo habe ich da denn eine Strecke geschnitten? Ich kann jetzt gar nicht mal so wahrgenommen, naja. Okay. Wenn die das sagen, dann wird schon wohl so gewesen sein. Boah, Alter, machen die Wheelie genau auf alle Fälle. So, ach du Scheiße, da habe ich nochmal in die Mauer gesetzt. Naja, juckt uns ja nicht. Wir sind Vierter geworden. Einer Zeit. Okay. Das geht doch erstmal eigentlich. Und wir werden dann auch gleich weiter zum zweiten Rennen gehen. Da fangen wir jetzt auf Platz 4 an. Das erste Rennen war also sozusagen Qualifying, sage ich jetzt mal, für das zweite Rennen. Finde ich eigentlich auch ganz gut gemacht. Und los geht's. Oh, da können wir gleich dran vorbeiziehen. Hier sind wir schon mal Zweiter. Ja, da kommen wir auch dran vorbei und sind Erster. Viele Starts, muss ich sagen, liegen mir selbst sowieso viel besser. Mit stehenden Starts komme ich immer nicht so gut zurecht. Wenn du mit den Karts nur einmal über den Curb fährst, die gehen sofort hoch. Da musst du mega aufpassen. Weil wenn du über den Curb fährst, kommen die plötzlich so mit dem Arsch. Und dann hast du echt Schwierigkeiten, mit der Strecke zu halten. 5 Runden ist sogar hier. Rennen. Bei den letzten Mal sind es nur 2. Ja. Scheiße. So schnell kann ich nicht gehen. Ach, Kacke. Dann waren wir Erste. Jo, wahrscheinlich. Was denn hier? Was ist los? Ne? Kann ich an? Hä? Scheiße. Fängt ja gut an. So eine warum dreht er sich denn? Die ganze Zeit jetzt raus. Was ist denn los? Ihr wollt mich doch verarschen. Oh, yo. Yo. Bitte. Muss ich neu starten? Ich komme da nicht mehr weg. Tut mir leid. Ich kann noch nicht mehr weg, muss ich noch starten. Alter, was war denn da jetzt irgendwie? Gar nicht. Ja, das werden wir jetzt immer noch ein bisschen besser finden. Aber das fand ich ja schon mal lol. Da hängen wir dann erstmal auf der Wand und kommen da gar nicht mehr weg. Und alle Teile. Jo! Jo! Wie hat er das gemacht, ey? Willst du mich eigentlich verarschen? So, das meinte ich mit unserem Körper. Ich sofort ab. Ah.
Wer ist auf dem letzten? Gerade auch in der Kurve. Das ist so krass. Wie du den dann immer da rauskommst. Das ist einfach so heftig. Kein guter Start hier. Alter! Ohne Scheiß nicht sein, ey. Da fliegt hier irgendwas. Ich muss mal zu meinem Schlüssel. So. Ja, jetzt aber. Ich habe jetzt drei Plätze gemacht. Geht doch. Nervig immer ein bisschen, diese Lichtstrahl, wenn man gegen die Sonne guckt. Finde ich das besser machen können. Weil den sieht man ja eigentlich in echt nicht. Den sieht man ja nur bei Kameras oder sowas. Aber in echt sieht man den ja nicht. Dann nervt dann auch ein bisschen. Aber das ist eigentlich nicht so schlimm. So, wir sind jetzt am Ende Siebter geworden. Das ist jetzt nicht so toll. Fünffahrerwertung sind wir Sechster. Und wir gehen jetzt mal zurück in die Karrierezentrale. So, gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder in der Karriere und fahren dann das nächste Rennen. Vielleicht, wenn wir schaffen, sogar zweimal halt die zwei Rennen, aber das müssen wir dann sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis dann.